In den letzten Videos hatten wir die Partialbruchzerlegung als Technik kennengelernt, um gebrochenrationale Funktionen integrieren zu können. In den Beispielen, die wir bis jetzt betrachtet haben, war es immer so, dass der Nenner vollständig in Linearfaktoren zerfallen ist, aber diese Linearfaktoren immer unterschiedlich waren. In diesem Video soll es darum gehen, was passiert, wenn der Nenner zwar weiterhin komplett zerfällt in Linearfaktoren, aber einige Linearfaktoren mehrfach vorkommen können. Wir gehen weiterhin davon aus, dass der Grad des Zählers echt kleiner ist als der Grad des Nenners. Wir zeigen das Verfahren wieder direkt an einem Beispiel und möchten diese Funktion hier integrieren. Und im ersten Schritt möchten wir dazu eine Partialbruchzerlegung durchführen. Also Partialbruchzerlegung. Bruchzerlegung. Das heißt, wir möchten wieder unsere gebrochen rationale Funktion hier, möchten wir anders aufschreiben, und zwar möglichst als Summe von viel einfacheren Funktionen. Also x durch x² minus 2x plus 1, das möchten wir anders aufschreiben. Und wie vorher ist auch die Idee hier, dass wir zuerst den Nenner zerlegen in die Linearfaktoren. Und wenn wir scharf hingucken, sehen wir aber, dass das eine binomische Formel ist. Das heißt, wir können diese Funktion schreiben als x durch x minus 1 in Klammern zum Quadrat. Damit ist er vollständig, der Nenner, in Linearfaktoren zerfallen. Der Linearfaktor ist x minus 1 und die Vielfachheit ist an der Stelle aber nicht 1, sondern 2. Der ist also mehrfach da, kommt zweimal vor. Und in solchen Fällen ist der Trick, dass wir jetzt versuchen, eine Darstellung zu finden als a1 geteilt durch x minus 1 plus a2 geteilt durch x minus 1 in Klammern hoch 2. Das heißt, wenn die Vielfachheit des Linearfaktors 2 ist, dann taucht er hier einmal mit Exponent 1 auf und dann einmal bei Exponent 2. Wäre die Vielfachheit hier 4, dann würde er auftauchen mit Exponent 1, mit Exponent 2, mit Exponent 3 und mit Exponent 4. Also immer so viel, so oft, wie da die Vielfachheit des entsprechenden Linearfaktors hier ist. Die Intuition, warum das gut funktioniert, gucken wir am Ende noch einmal kurz an. Gut, jetzt möchten wir das Ganze bestimmen. Das heißt, auch hier machen wir es so wie vorher. Wir multiplizieren einfach mit dem Hauptnenner einmal durch. Also Multiplikation. Multiplikation mit dem Nenner. Und wenn wir das tun, steht auf der linken Seite nur x und auf der rechten Seite steht a1 geteilt durch, ich mache es wieder schrittweise, x minus 1 mal x minus 1 zum Quadrat plus a2 durch x minus 1 zum Quadrat mal x minus 1 zum Quadrat. So, und das kürzt sich natürlich schon wieder alles weg. Wenn Sie das selber dann per Hand machen, müssen Sie diesen Schritt auch nicht immer mit aufschreiben. Das würde man dann später nicht mehr machen und weiß dann also, dass nichts anderes als a 1 mal x minus 1 plus a2. Das Einsetzen von Nullstellen, was wir eben mal gesehen haben als Trick, funktioniert hier nicht ganz so gut. Ganz einfach deswegen, weil wir hier nur eine Nullstelle haben, also nur die 1 selber könnten wir einsetzen. Wir müssen aber zwei Werte einsetzen, um a1 und a2 zu bestimmen. Das heißt, wir gehen hier wieder einmal zu dem Verfahren, was immer funktioniert, und zwar zum Koeffizientenvergleich. Dazu schreibe ich das Ganze einmal um. Das ist a1 mal x minus a1 plus a2. Und dann gilt, dass der Koeffizientenvergleich liefert. So, jetzt müssen wir wieder gucken, was steht auf der linken Seite der Gleichung und was steht jeweils auf der rechten Seite. Auf der linken Seite steht vor dem x prinzipiell erstmal eine 1, das ist einmal x, und auf der rechten Seite steht a1. Das heißt, der Koeffizientenvergleich liefert direkt, dass a1 gleich 1 ist. Gucken wir jetzt den zweiten Koeffizienten an, das ist das Absolutglied, das taucht auf der linken Seite nicht auf, das heißt, das ist eigentlich so eine Art plus 0, und auf der rechten Seite taucht es aber auf, da taucht es auf als minus a1 plus a2.
Das heißt, das, was wir da bekommen, ist, dass 0 gleich minus a1 plus a2 ist. So, und wenn wir jetzt auch noch direkt die 1 für das a2 einsetzen, dann wissen wir, dass das gleich minus 1 plus a2 ist. Und daraus folgt, dass a2 gleich 1 ist. Und damit haben wir unsere Darstellung als Partialbruchzerlegung gefunden. Wir können das also jetzt nutzen, um das Integral zu bestimmen. Also wir können sagen, das ist Integral von x durch x² minus 2x plus 1 dx. Dass wir das bestimmen können als Integral von 1 durch x minus 1 plus 1 durch x minus 1 in Klammern zum Quadrat dx. Nochmal zur Erinnerung, diese 1 hier, das ist unser a1 und das ist unser a2. Und dann können wir das auseinanderziehen. Das ist also die Summe der Integrale von 1 durch x minus 1 dx plus dem Integral von 1 durch x minus 1 in Klammern zum Quadrat dx. So, das erste Integral ist wieder ganz einfach. Das ist einfach der Logarithmus, so wie bei den anderen Beispielen auch, vom Betrag von x minus 1 plus c. Das zweite Integral sieht so ein bisschen schwieriger aus, ist es aber eigentlich gar nicht. Wenn wir uns vorstellen, dass wir 1 durch x minus 1 in Klammern zum Quadrat einfach schreiben können als x minus 1 hoch minus 2 dx. Und wenn wir das haben, dann können wir da jetzt unsere übliche Regel anwenden für die Exponenten. Das heißt, der linke Teil bleibt bestehen, es ist weiterhin ln vom Betrag von x minus 1 plus c. Und das zweite Integral, da ist es jetzt so, Standardregel sagt, Exponenten um 1 erhöhen. Das ist an der Stelle also von minus 1. Und wenn es um 1 erhöht wird, ist es also x minus 1 hoch minus 1. Und den neuen Exponenten, die minus 1, einmal den Kehrwert bestimmen. Kehrwert von minus 1 ist aber minus 1, also weil 1 durch 1 1 ist. Und vorne vorschreiben. Also, deswegen kommt hier ein Minus davor. Und da, wenn wir da jetzt wieder eine Konstante nehmen, ist es vielleicht plus c'. Gut, und das Ganze können wir nochmal schöner neu aufschreiben. Das ist also ln von x minus 1 minus. Und jetzt schreibe ich diesen Ausdruck hier wieder schön als Bruch um. Das heißt, das ist minus 1 durch x minus 1 plus, und ich nenne die Variable jetzt mal c2', die jetzt entsteht. Und die kommt einfach dadurch, dass ich halt plus c hier habe und plus c' da. Und naja, c plus c' gebe ich mal einen neuen Variablennamen für und nenne das c2'. Dann habe ich die Form, die ich haben möchte. Das heißt, hier meine Funktion und am Ende die Konstante. Also die Stammfunktionen haben genau dieses Aussehen. Ln von Betrag von x minus 1 minus 1 durch x minus 1. Und zum Schluss möchte ich mit Ihnen noch einmal die Intuition angucken. Intuition hinter dem Ansatz, den wir hier gemacht haben. Das, was wir erreichen möchten, ist, das mache ich jetzt noch ein bisschen allgemeiner, und erreichen möchten wir, dass wir völlig egal, was im Zähler steht. Angenommen, im Zähler steht ein Polynom zweiten Grades, zum Beispiel c2 mal x² plus c1 mal x plus c0 geteilt durch. Und jetzt nehmen wir wieder unser x minus 1, aber jetzt an der Stelle hoch 3. Dann sagt unser Ansatz, dass wir versuchen wollen, das so darzustellen als Groß A1 geteilt durch x minus 1 plus Groß A2 geteilt durch x minus 1 zum Quadrat plus Groß A3 geteilt durch x minus 1 hoch 3. So wichtig bei dem Beispiel ist Folgendes: Diese Cs hier, die sind konstant. Das sind Konstanten, die wir kennen.
kennen. Die a1, a2, a3, das werden auch konstante Zahlen sein, aber die sind gesucht, die wollen wir bestimmen. So, jetzt ist es so, dieser Ansatz erlaubt es uns, dadurch, dass wir diese drei Variablen haben mit den entsprechenden Nennern dazu, wird es uns erlauben, jeden möglichen Zähler herzustellen, solange der Zählergrad nur echt klein ist als der Nennergrad. Nennergrad ist hier 3, Zählergrad ist 2. Und die Behauptung ist, wenn wir so einen Ansatz machen, können wir damit jedes beliebige Polynom im Zähler erzeugen. Weil das ist genau das, was wir wollen. Und dafür brauchen wir halt genug Variablen, nämlich diese 3 Stück. Und um das so ein bisschen besser einzusehen, dass das funktioniert, schreibe ich das Ganze nochmal auf und mache es nochmal rückwärts. Also wir gehen aus von a1 durch x minus 1 plus a2 durch x minus 1 in Klammern zum Quadrat plus a3 geteilt durch x minus 1 in Klammern hoch 3. Wenn ich das jetzt auf einen Nenner bringe, dann muss ich entsprechend erweitern. Der linke Bruch wird mit x minus 1 in Klammern zum Quadrat erweitert. Das heißt, da steht jetzt a1 mal x minus 1 in Klammern zum Quadrat. Der zweite a2, der wird mit x minus 1 erweitert, also a. Und der dritte, der muss gar nicht erweitert werden, weil der hat schon den entsprechenden Hauptnenner und der Nenner ist natürlich x minus 1 in Klammern hoch 3. So, das Ganze kann ich nochmal ausmultiplizieren, dafür brauche ich die binomische Formel. Das ist x² minus 2x plus 1, also ist das a mal, also a1 mal x² minus 2 mal a1 mal x plus a1 plus a2x minus a2 plus a3 geteilt durch x minus 1 in Klammern hoch 3. So, jetzt ordne ich das so um, wie ich das auch beim Koeffizientenvergleich machen würde. Dann kann ich das aufschreiben als a1 mal x², also alles, was vor dem x² ist, zusammengefasst. Jetzt fassen wir alles das zusammen, was vor dem x steht, das ist also plus. Und dann sind das minus 2 mal a1 plus a2 mal x. Und jetzt alles das, was nichts mehr mit x zu tun hat, was also das konstante Glied bildet. Und das ist plus a1 minus a2 plus a3 geteilt durch x minus 1 hoch 3. So, warum hilft uns das jetzt? Die Behauptung ist, wenn mit dieser Form hier kann ich jedes beliebige Polynom im Zähler herstellen, was einen Grad von maximal 2 hat. Dazu muss ich zuerst den höchsten Koeffizienten fixieren, also mein Groß A1 wird einfach auf den höchsten Koeffizienten gesetzt, auf das C2 an der Stelle. Dann ist A1 fest, dann ist dieser Ausdruck minus 2 mal A1 fest. Das spielt aber keine Rolle, weil ich eine neue frische Variable A2 habe. Mithilfe dieser Variable A2 kann ich es immerhin bekommen, dass dieser Ausdruck hier, dieser gesamte Ausdruck, genau C1 ist. Dann sind A1 und A2 fix, aber ich habe ja noch für das konstante Glied eine weitere freie Variable, das A3. Und mithilfe dieses A3s kann ich es immer so ausgleichen, dass dieser Gesamtausdruck genau mein C0 wird. Und auf diese Weise kann ich wirklich jedes Polynom im Zähler darstellen. Und das ist der Grund, warum man diese Partialbruchzerlegung und diesen Ansatz für die Partialbruchzerlegung hat. Gucken wir das noch einmal konkret für dieses Beispiel an. Also Koeffizientenvergleich liefert dann, dass C2 gleich A1 sein muss. Und damit haben wir A1 fixiert. Dann wissen wir, dass C1 gleich minus 2 mal A1 plus A2 sein soll. Jetzt ist Groß A1 aber nichts anderes als C2. C2 sind ja unsere Konstanten, von denen wir ausgehen am Anfang mal. Also ist das minus 2 mal C2 plus A2. Damit ist aber A2 gleich C1 plus 2 mal C2. Und entsprechend für den letzten Koeffizienten ist C0,
Das ist gleich a1 minus a2 plus a3. Die ersten beiden sind wie gesagt fix, das heißt, das Groß a1 ist ja nichts anderes als c2. Das a2 ist das, was wir hier ausgerechnet haben, also c1 plus 2 c2 und das Ganze plus a3. Also folgt daraus, dass a3 das gleiche ist wie c0 minus c2 plus c1 plus 2 c2. Oder kürzer, c0 minus c2 plus 2 c2 ist also plus c2 plus c1. Also das zum Abschluss so ein bisschen zur Intuition, warum man diesen Ansatz wählt. Erste Begründung ist, wir schaffen es mit diesem Ansatz wirklich jedes Polynom im Zähler herzustellen, was einen kleineren Grad hat als im Nenner. Und zweitens haben wir das so in Teile zerlegt, dass wir jeden dieser einzelnen Summanden leicht selber integrieren können.